Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Andreas hat Scheiße gebaut. Ja, und zwar, ich mache ein Schulprojekt. Warum, Moment, ich bin, was mir aufgefallen ist, oft in meinen YouTube-Videos, wenn ich die Kamera so halte, 7 wird das gar nicht gut finden, dass ich die so in der Hand halte, weil ich dann immer so viel ruckel. Entschuldigung, aber ist mir egal. Was mir aufgefallen ist, ich gucke mal auf die Kamera so herab. Allerdings, ich bin ja nicht herabblinken, sondern ich bin mit euch auf einer Augenhöhe, ne? Naja, zumindest Andreas M7 hat Scheiße gebaut. Und zwar macht er im Moment ein Schulprojekt. SOR, Schule ohne Rassismus. Ja, und seine Klasse hat sich überlegt, wir machen Videos dazu. Haben sie gesagt, okay, wir haben einzelne Szenen rausgesucht, wo Rassismus drin vorkommt. Dö und dö und dö und dö und dö. Ich guck schon wieder herab. Und ja, Andreas hat gedacht, klasse, dö dö dö. Hat gesagt, okay, ich stelle meine Videokamera zur Verfügung. Ich mache das mit den DVD erstellen und schneiden und sowas. Weil keiner das drauf hatte, außer mir. Also ich so ein bisschen, ne? Ich will ja bescheiden bleiben. Naja. Und ist euch schon aufgefallen, dass ich die ganze Zeit im Zimmer hin und her renne? Das liegt daran, dass ich viel Energie habe. Ich weiß nicht warum. Ich habe heute Nacht nur eine Stunde gepennt. Theoretisch müsste ich tot sein, bis zum geht nicht mehr. Aber ist egal. Nee, nämlich erst heute Morgen um 5 war die DVD fertig und um 8 Uhr war Schulbeginn und dort sollte ich die DVD fertig haben, weil das voll nicht hingehauen hat. Und zwar, das lag daran, ich komme hier gar nicht voran, Mensch. das lag daran, ich habe gesagt, okay, lass das mit meiner Kamera machen, die Szenen drin. Alle haben gesagt, okay, bis auf eine Gruppe, die haben gesagt, nö, wir machen das mit unserer Kamera. Und geben dir die Daten, also die Videos, dann auf einen USB-Stick. Dann kannst du die weiter bearbeiten. Habe ich gesagt, okay. Auf einen USB-Stick ist okay. Dö, dö, dö. Dann allerdings vor 2 Wochen oder einer Woche kam sie an. Wir kriegen das nicht auf unserem PC. Das geht nicht. Ja, habe ich gesagt, okay. Cool. Zufällig hat, das ist DV, ne, also was weiß ich, meine Kamera ist hier so eine ganz alte, aber eine gute, mit, ha, da sieht man hier gar nicht, Gelb-Weiß-Rot-Stecker, ja, ich habe Sepia aktiviert, einfach damit das Video mal ein anderes Design kriegt, ein anderes Feeling hervorwirft, und halt über diese Stecker mache ich das bei mir, das Ding ist nur, ich habe keinen DV-Eingang, also DV ist praktisch sowas anderes als das. Allerdings, meine Schwester hat einen TV-Eingang. Habe ich gesagt, okay, ich kann es versuchen. Dann übernehme ich das. Die so, ja, okay, dann mach du das. Ne? Und ich habe es gemacht. War auch wunderbar, das Video war auf dem PC von meiner Schwester. Habe ich gedacht, okay, jetzt packe ich es auf meinen PC, damit ich es mit den anderen zusammenpacken kann, so, ne? Ja, ich packe es auf einen USB-Stick auf meinen PC. Mein PC kann das aus irgendeinem Grund nicht lesen. Zumindest nicht richtig. Nach der Hälfte des Videos hat er aufgehört und hat total Scheiße gebaut. Ich habe gedacht, hä, warum macht er das denn? Und dö und dö. Ich habe 1000 verschiedene Sachen. Ich habe USB-Stick, ich habe externe Festplatte ausversucht. Ausversucht und probiert. und solche Sachen. Hat alles nichts gebracht. Fand ich natürlich ziemlich scheiße. Und dann habe ich gedacht, okay, nützt jetzt nichts. Ich mache es mir ganz einfach. Ich lade das Video bei YouTube hoch. Allerdings so, dass nur ich es angucken kann und die Leute, die den Link davon kennen, das kann man ja so einstellen, also dass es nicht öffentlich ist, und lade es danach von meinem PC wieder runter. Ich habe es auf YouTube hochgeladen, aber genau in dem Moment, wo es gerade oben war, hat mein PC gesagt, ah, Andreas, ich kann das Video auf einmal doch lesen, also ganz normal und sowas. Da habe ich gedacht, okay, klasse, na okay, dann kann ich das Video nachher wieder von YouTube löschen, naja, und dann eben gerade, ich gehe bei GMX on, wunder mich, warum da so viele Nachrichten von YouTube sind. Also es sind ja sowieso immer mal so zwischendurch, Sachen von YouTube, wenn ich helfen soll oder was auch immer, Kommentare und dö und dö. Es freut mich ja auch immer, solange es nette Kommentare sind. Doch dann waren das auf einmal ein paar mehr. So 6, 7 auf einmal und dann nochmal 4, 5, 6 dazu, andere. Ich denke so, hö, naja, okay, guck mal, was steht denn da? Erste E-Mail angeklickt,
Kommentar zu Waldszene 3.4. Ich denke so, nein! Andreas hat Scheiße gebaut. Das liegt daran, ich muss wohl irgendwie diesen Schutz halt, diesen Nichtveröffentlichungsschutz, wohl doch nicht aktiviert haben. Das heißt, ich habe mich verklickt. Und jetzt haben alle ganz gesagt, warte, hier so eine Gaunerin, wie heißt sie? Melli Melli 23 hat das anscheinend gefreut. Das freut mich natürlich, wenn andere meine Videos freuen. Die fand das lustig, dass wir da in den Videos, und das ist ja unbearbeitet, da ist noch die ganze Scheiße und so drin, ne? Und die hat das gefreut, dass wir da uns weglachen, weil wir irgendwie Szenen verpatzt haben oder sowas. Was man auch Outtakes nennt, wurde dann hinterher noch von Johann Studio mitgeteilt. Ja. Naja. Nur ich denke jetzt Scheiße. Ich muss das Video schnell wieder löschen, weil wegen Copyright und sowas, ich darf ja nicht einfach so andere bei YouTube hochladen und sowas, ne? Es kann ja sein, dass da irgendwelche aus meiner Klasse zickig werden, nämlich, ich meine, die gucken sich zum Teil ja auch meine Videos an und denken zum Beispiel wie Alexandra, dass ich betrunken bin, obwohl das gar nicht der Fall ist, oder wie Vincent guckt sich das alle meine Videos einen kompletten Nachmittag an und findet damit, dass er Langeweile kriegt oder sowas. Naja, zumindest bitte ich dieses Video zu entschuldigen. Es war nicht geplant, das hochzuladen. Und deswegen, ich werde es auch gleich wieder löschen. Wenn ihr es nicht gesehen habt, habt ihr Pech gehabt. Ja, was sein kann, da, ne? Wie gesagt, das sind so Videos gegen Rassismus. Es sind insgesamt so eine Viertelstunde oder sowas. Ist eine DVD. Was ich anbieten kann, eventuell, dass ich diese fertigen Szenen und eventuell auch die Outtakes, ich werde auch so eine DVD mit Outtakes erstellen, nämlich das ist einfach geil, was wir da für Scheiße gelabert haben und so, werde ich eventuell bei YouTube hochladen. Allerdings das nur unter zwei Bedingungen. Und zwar, erstens müssen natürlich erstmal die aus meiner Klasse sagen, okay Andreas, du darfst uns bei YouTube hochladen. Falls irgendwelche was dagegen haben und die in den Videos drin vorkommen, dann habt ihr Pech gehabt. Kann ich es leider nicht machen. Und zum anderen einmal überhaupt erstmal die Frage, würde euch das überhaupt interessieren? Würdet ihr euch, soll ich das überhaupt hochladen? Wenn ihr sagt, was willst du da mit für ein Scheiß? Mach deine scheiß Tutorials, du kleiner Dieb und Dö und, ne? Okay, dann lade ich es nicht hoch, ist ja auch okay. Falls ihr jetzt aber sagt, doch, würde mich mal interessieren, was ihr so für den Projekttag, der wurde sogar in der Zeitung angekündigt und so, dann schreibt als Kommentar zum Beispiel, ja, fände ich schon interessant, das hochzuladen. Falls ich das Video wirklich irgendwann hochlade oder die DVD, werde ich hier einen Link reinposten. Falls das Video bereits online ist, wird der Link jetzt hier stehen. Ja, okay. Also denn, hauen Sie einen wunderschönen Abend noch.